Yeah, well, I don't know. You wanna stop by later, maybe I'll go to fix something too. You wanna grab something from the street and bring it home? Well, yeah. Servus zusammen! Capture-One 22 ist heute veröffentlicht worden und in diesem Video geht es um die neuen Funktionen, die Capture-One 22 so beinhalten. Einiges wurde ja im Vorfeld bereits genannt. Das heißt, nehmt euch einen Kaffee und wir starten gleich in Kürze mit den neuesten Features in Capture-One. Wenn du keine Tipps und Tricks mehr zur Fotografie und Bildbearbeitung verpassen willst, dann abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke, dann wirst du jedes Mal benachrichtigt, wenn ein neues Video erscheint. Fangen wir mal mit den üblichen Sachen, die Capture One jedes Jahr präsentiert, eben dass man an der Geschwindigkeit wieder geschraubt hat, dass man die UX verbessert hat, an der UI ein bisschen herumgeschraubt hat. Bei Windows spricht Capture One von einem Performance-Zuwachs von 30%. Den konnte ich in der Beta-Phase jetzt nicht sonderlich testen, weil wie misst man 30% Performance-Zuwachs? Man kann hier jetzt dann nur auf Capture One vertrauen, dass es dem so ist. Ob so ist, keine Ahnung, ich konnte jetzt dann nicht wirklich einen Unterschied zu Capture One 21 feststellen. Was mir aber bei der UX aufgefallen ist, und da schauen wir uns das gleich hier im Fenster an, und das wäre hier zum Beispiel beim Filterwerkzeug, dass man hier jetzt ein Pluszeichen hat, und wenn man hier drauf drückt, dann hat man hier ein kleines Fenster, mit dem man Filter zeigen und verbergen kann. Und da hat man die üblichen Verdächtigungen wie Bewertung, Farbmarkierung zum Beispiel. Dann habe ich hier zum Beispiel schon Format hinzugefügt. Oder dann kann man die Kamerahersteller einfügen und wieder ausblenden. Und dann hat man diverse andere Filter, die man hier ein- und ausblenden kann. Insgesamt ja, ist es eine Vereinfachung wieder. Man kann das ein bisschen besser sortieren wieder. Hier kann man zum Beispiel sehen bei meinem Format Filter, dass man hier nach den Sony-Dateien filtern kann, zum Beispiel nach den DNG-Dateien und so weiter. Also alles, was ich in dieser Session schon drinnen habe. Eine weitere Sache, die hinzugekommen ist, die betrifft den Export. Da exportieren wir dieses Bild hier einfach mal. Und Exportfenster ganz normal, den Ladebalken, und was jetzt da neu ist, ist eben diese Benachrichtigung. Die Benachrichtigung selber ist nicht ganz so neu, die war vorher schon da. Was aber neu ist, ist eben dieser Button mit im Explorer anzeigen, und wenn man hier drauf drückt, dann erscheint direkt der Speicherort der jeweiligen Verarbeitungsvorgabe und man kann hier das Bild weiter ansehen oder weiterverwenden für den Zweck, den man eben haben will. Das ging zwar vorher auch. Man hat hier im Export-Speicherort-Tool dieses Pfeil-Icon hier, und das macht eigentlich dieselbe Funktion, dass man eben den Explorer anzeigen kann. Was eben neu ist, dass es direkt in der Windows-Benachrichtigung dabei ist. Und ich nehme an, dass es in macOS ebenfalls der Fall sein wird, dass man direkt in der Benachrichtigung das Ganze dann öffnen kann und eben weiterverarbeiten kann. Ein weiteres Feature, das in Capture One 22 Einzug erhalten wird, das betrifft alle Canon-Fotografen. Und zwar schauen wir uns das in den Voreinstellungen an. Wir haben hier beim Reiter Aufnehmen, das für das Carol gebundene Fotografieren direkt in Capture One da ist. Da ist ein weiteres Häkchen für Canon dabei, und das ermöglicht das Wireless-Shooten in Capture One. Das heißt, ich brauche kein weiteres Carol, damit ich direkt in Capture One meine Bilder angezeigt bekommen. Man könnte natürlich auch ein Netzwerkkabel verwenden, das bedeutet das /LAN dabei. Und welche Kameras werden unterstützt? Das wäre einerseits die Canon 5D Mark IV, die Canon R5, die Canon R6, die 1DX Mark II, die 1DX Mark III, die Canon R und die Canon R90. Man kann mit diesen Kameras eben die Bilder rein fotografieren, ohne dass man extra Kabel dafür braucht. Und da gibt es auch natürlich Performance-Unterschiede. Da sagt Capture One, dass bei einer Canon R5 zum Beispiel, wenn man nur die Canon R5 hat, dass das so 5 bis 10 Sekunden dauert, bis vom Auslösen bis zum Anzeigen Capture One, bis das Bild angezeigt wird. Und wenn man einen Batteriegriff extra nutzt, da gibt es diesen Canon WFD R10B,
der seine stolzen 1150 kostet, der ermöglicht, dass das Ganze reduziert wird auf 3-6 Sekunden. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ist einem das wert, dass man diesen Batteriegriff verwendet oder nicht, oder ob man das in Kauf nimmt, dass man eben 5-10 Sekunden dauert, aber sei es drum. Ich finde das eine coole Sache, dass das eben bei Canon möglich ist. Ich bin da etwas enttäuscht, dass das eben bei Sony nicht so ist. Das heißt, da beneide ich euch Canon-Fotografen, dass das eben bei euch zumindest mit ein paar Kameras möglich ist. Ich hoffe, das wird noch nachgereicht für andere Kamerahersteller, weil ich mir dadurch Vorteile erhoffe, zum Beispiel, dass man das Kabel erspare im Studio oder wenn ich Auto fotografiere, dass ich den Laptop mitnehmen kann und kann meine Bilder direkt in Capture One ansehen, den größeren Monitor zur Verfügung und habe dann mehr Kontrolle über meine Bilder. Und muss nicht immer in Sucher reinschauen oder hinten auf das Display, da kann ich das Bild besser beurteilen. Also eine coole Sache, die jetzt in Capture One 22 dabei ist. Ein weiteres Feature, das in Capture One 22 Einzug erhalten hat, ist die Autorotation. Und leider ist das jetzt nicht die Upright-Funktion, wie es in Lightroom zu finden ist, sondern die Autorotation funktioniert nur in horizontaler Basis. Das heißt, das korrigiert unser Bild in der Horizontale. Und zu finden ist diese Funktion im Werkzeug Drehen und Spiegelung. Und da haben wir jetzt hier einen Zauberstab, mit dem wir hier einfach draufklicken können und unser Bild wird automatisch ausgerichtet. Als Zusatzfeature ist eben so, dass das auch bei verschiedenen Bildern funktioniert. Da kann man mehrere Bilder markieren und draufklicken und es wird automatisch ausgerichtet. Also ideal, wenn man eine Serie fotografiert hat, importiert hat und das Ganze mal ausgerichtet haben will, ist das wieder mal eine Beschleunigung im Workflow. Ja, wie gesagt, ich hätte mir da etwas mehr gewünscht und nicht nur ein gerade richten, sondern da wäre zum Beispiel auch zum Beispiel bei Architekturfotografie, dass die Bilder automatisch ausgerichtet werden. Das ist leider nicht der Fall, es ist nur eine horizontale Ausrichtung. Kommen wir zu den Features, die Capture One schon länger angekündigt hat. Panorama-Stitching und HDR-Merge. Und bei HDR musste ich mir in der Community aushelfen, weil ich HDR gar nicht fotografiere. Daher einen großen Dank an Martin Benzinger, der mir seine Bilder zur Verfügung gestellt hat. Und da haben wir aus diesen Bildern drei ausgesucht. Das wäre einmal eine Überbelichtung, eine Unterbelichtung, eine Normalbelichtung. Und das Ganze funktioniert in Capture One so, dass man einfach mit der rechten Maustaste die drei Bilder markiert hat. Und dann kann man hier in der Auswahl zu HDR zusammenfügen. Und dann öffnet sich hier ein Fenster, in dem man die Optionen automatisch anpassen und automatisch ausrichten, auswählen kann. Und dann kann man das Ganze mit Zusammenführen bestätigen. Jetzt sieht man dann auch gleich, warum Capture One jetzt dann mehr von Arbeitsspeicher benötigt, weil eben diese Funktionen im rechenintensiv sind. Und je nach Bildern kann das eben mal länger, mal kürzer dauern. Und natürlich ist das auch eine Frage der Leistung eures Computers. Wenn das Ganze eben fertig zusammengerechnet wurde, dann wird das Ganze in der Bibliothek unter den Bildern, die man ausgewählt hat, hinzugefügt als DNG-Datei und dann kann man das Ganze weiterverarbeiten. So, das wäre jetzt einmal fertig. Dann haben wir hier, schauen wir mal runter, und man hat hier das HDR-Bild. Und ich finde mal gut, dass das Ganze nicht so ein Tonmapping-Skandal wird, wie man das oft leider auf Social Media sieht und dann als HDR verkauft wird, sondern das ist wirklich eine Überbelichtung, eine Unterbelichtung, eine Normalbelichtung zusammengerechnet und es sieht insgesamt auch gut aus und es hat einen breiteren Dynamikumfang, so wie es eigentlich sein sollte und so, was eigentlich HDR eigentlich ausmacht. Ob man das Ganze jetzt dann noch benötigt oder nicht, anhand von dem Dynamikumfang von heutigen modernen Kameras, sei dahingestellt, aber insgesamt war das ein Schritt, der schon lange notwendig war, dass man die HDR-Funktion in Capture One hinzugefügt hat. Vor allem, wenn man Hobbyfotografen oder Landschaftsfotografen ködern will mit der Software. Und früher musste man halt leider den Umweg über Drittsoftware gehen. Und es ist wieder toll, dass man wieder einen Schritt hat, den man sich erspart und das Ganze in Capture One machen kann. Kommen wir zum nächsten lang erwarteten Feature in Capture One 22, das Panorama-Stitching. Und ich habe hier Bilder aus meinem Südtirol-Urlaub genommen, da habe ich einige Panoramen gemacht
Und es hat mich damals tierisch geärgert, dass ich dafür nicht Capture One nutzen konnte, sondern eben auf Lightroom oder Photoshop zurückgreifen musste. Und ja, endlich ist das Feature dabei. Man hat ja jahrelang eigentlich das Feature gefordert und es ist nicht gekommen. Und endlich ist es da. Und wie funktioniert das Ganze? Man wählt eigentlich die Bilder aus in seiner Bibliothek, die zu einem Panorama-Teilfotografien sind, geht mit der rechten Maustaste in der Bibliothek auf ein Bild und dann hat man unterhalb des HDR-Punkts zu Panorama zusammenführen. Das klicken wir jetzt an, es öffnet sich ein weiteres Fenster und wir haben links oben vier verschiedene Möglichkeiten, wie das Ganze verrechnet werden kann. Eben sphärisch, zylindrisch, perspektivisch oder Panini und man hat rechts davon eben eine kleine Vorstellung, wie das Ganze dann aussehen könnte. Und je nach Rechenleistung kann das dann länger oder kürzer dauern, dass das Ganze zusammengefügt wird. Ich schaue mir da jetzt dann noch eine andere Form an. Ich nehme jetzt einmal zylindrisch. Dann wird das nochmal die Vorschau erstellt, zusammengerechnet und dann gleich dargestellt. Und ich kann dann zwischen sphärisch und zylindrisch wechseln, weil die beiden schon gerendert wurden. Und kann mich dann final entscheiden, welches ich dann zu einem Panorama zusammenfüge. Das heißt, ich kann es so nehmen, ich kann es so nehmen. Ich werde aber bei sphärisch nachher bleiben. Ein weiterer Punkt, der in diesem Fenster noch dabei ist, ich kann dann nachher entscheiden, mit welcher Größe das Ganze ausgegeben wird. Eben da habe ich zum Beispiel 61 Megapixel und das stuft sich dann runter bis zu 25% Skalierung mit 3 Megapixel. Lassen wir das aber bei der Größe, weil das könnte ich mir unter Umständen sogar ausdrucken, das Ganze. Und klicken einfach hier auf Zusammenführen und dann rechnet Capture One das Ganze zusammen. Also wer schon mal mit Lightroom gearbeitet hat, der wird hier Ähnlichkeiten finden, nur ist das Ganze in der UI von Capture One und je nach Bildanzahl und der Rechenleistung von eurem Laptop dauert das eben länger oder kürzer. Bei mir ist es eben nicht so tragisch, also ich habe das längste, was ich gebraucht habe für ein Panorama, das waren 2 Minuten. War für mich ganz okay, weil das waren, glaube ich, an die 16 Einzelbilder, die da zusammengefügt wurden und sah dann auch ganz okay aus. Okay, jetzt haben wir das Panorama fertig. Jetzt kann ich hier in meiner Bibliothek runterscrollen und habe dann mein Panorama zur Verfügung. Da habe ich jetzt da schon ein paar zusammengestellt und das wäre dasjenige, welche, was wir eben zusammengestellt haben. Und jetzt kann ich das Ganze eben noch croppen, bis das ganze Schwarze nicht mehr zu sehen ist. Ich könnte es aber natürlich auch mit einem Reparaturpinsel das Ganze noch weiter ausfüllen und brauche dann nicht zuschneiden. Aber nachdem wir hier in einem Vorstellvideo sind, lasse ich das Ganze mal und lasse das in der Größe. Ich werde jetzt hier aber trotzdem noch die Kleinigkeiten hier entfernen. Sondern wenn wir hier mal so den Part, die Stromleitung entfernen. So, und hier den Part und dann haben wir hier auch noch ein Stück, das entfernt werden muss. Und die Stromleitung ist weg und jetzt kann ich das Bild eben weiterverarbeiten. Ich kann jetzt da mehr Kontrast hinzufügen, Klarheit hinzufügen. Ich kann mit den Stilpinsel arbeiten und das Ganze noch ein bisschen hervorheben und dann dementsprechend auch exportieren. Nachdem ich das Ganze eben geplant habe, dass es einmal an meine Wand kommt, werde ich das Ganze ein bisschen feiner bearbeiten. Das ist aber jetzt da kein Thema von diesem Video. Das könnte ich in einem eigenen Video machen. Wenn euch das interessiert, schreibt es mir dazu in die Kommentare. Ja, das wäre mal der Punkt. Das waren die Features, die in Capture One 22 enthalten sind. Es sind dann eben noch ein paar kleine Detailsachen, auf die ich in diesem Video nicht eingehen wollte. Aber es sind diesmal mehr Features dabei als in den letzten 2 Updates und das ist schon mal eine Sache für sich. Was uns nächstes Jahr noch erwarten wird, das wurde in einem Artikel von Betapixel erwähnt. Wir haben nächstes Jahr die iPad-Version, die ist gerade werden. Man ist da bereits in der Alpha-Phase und kommt dann bald einmal in die Beta-Phase. Ich rechne mal mit dem 2. Quartal circa, dass Capture One 22 als iPad-Version kommen wird. Und dann hat man Pläne gehört, dass auch eine iPhone-Version programmiert werden wird. Und da bin ich gespannt, wie
das Ganze dann aussehen wird. Ich bin auch auf die iPad-Version gespannt, da habe ich noch keine genaueren Bilder gesehen, nur ein paar Screenshots. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Mich würde eure Meinung zu diesem Upgrade interessieren. Ist das Update diesmal was für euch? Oder wollt ihr lieber auf Capture One 21 oder auf einer älteren Version bleiben? Was erwartet ihr euch von einer iPad-Version oder von einer iPhone-Version? Da bin ich gespannt. Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch. Abonniere den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr von mir verpassen willst. Aktiviere die Glocke und du wirst auch jedes Mal benachrichtigt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin dann. Ciao, Leute.